einfach unangenehm. Schau mal, wie der schaut. Glaubst du das? Nein. Boah, ich krieg einen. Boah. Was machen wir für ein Video? Was geht schnell? Machen wir eine Reaction. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, heute mal wieder mit einem Video, das relativ schnell abgedreht ist. Wir reagieren auf das neue Video von Alhamdulillahim Mahan. Der hatte irgendeinen Fake-Flexer schon wieder vor die Kamera bekommen. Und wenn ich schon das Thumbnail sehe, kommt mir das kalte Kotzen. Wir werden uns anschauen, was da wieder mal abgeht, Freunde. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Was geht ab, Bro? Weißt du? Payment. Aus welchem Land kommst du, Bro? Payment? Oh mein Gott, diese Jacke. Das sieht einfach jeder. Auf den allerersten Blick sieht, das sieht meine Oma, dass die nicht echt sein kann. Aber so schlecht geht. Was ist das für eine Regenjacke? Die schaut aus, als würde man auf der Landschulwoche zwangshaft auf dem Zettel, den die Eltern zugeschickt bekommen, was man alles einpacken muss, Regenjacke mit draufstehen und dann fischt man irgendwo aus dem Kasten das letzte Ding mit raus, was man findet und stopft das dann in den Drecksturmbeutel, damit der wenn es regnet, nicht nass wird. Beim Schulausflug ins Jurassic Park. Und dann dieser Rollkragen dazu. Das schaut aus, als wäre das Kondom gerissen da. Vergiss. Und die Kette. Was ist das für eine Kette? Das ist der Prinz Albert aus der Eichel, die da nach außen tritt. Aus diesem Verhüterli. Katastrophe. Oh mein Gott. Aus Afghanistan. Afghanistan, okay. Wie geht's dir, Bro? Wie läuft's heute? Was machst du heute? Ich komme eigentlich aus Flensburg. Ich bin hier nur... Zu Besuch. Ja. Zu Besuch. Entspannend. Guck mal, ich weiß, wie heute geht's bei uns so um Klamotten, ne? Und wir sehen bei dir so... Bitte sag nicht, dass sie original ist. Bitte. Bei dir ist der Drip am Start. Hier erstmal die Schuhe. Balenciaga Triple S. So. Sind die Schuhe vom Vögele? Wie schauen die bitte aus? Was ist das für eine Form? Katastrophe. Wieso? Einfach wieso? Und diese... Viel enger wäre die Jeans eh nicht mehr gegangen, oder? Haben sich da reingesprengt, Kollege. Triple S. Triple Fake. Und eine Dior-Jacke. Yep. Was hast du dafür bezahlt, Rudi? Ah, ich hab, weiß ich nicht. Also ich hab das vor ein Jahr gekauft. Das Dior war ungefähr 200 Euro. Dior für 200 Euro. Gutes Schnäppchen gemacht. 200 Euro. Okay. Und das Balenciaga-Schuhe ist so... für 300 oder so? 300. Ah, ganz normale Preise bei Dior und Balenciaga. Das sind keine High-Fashion-Marken mehr, sondern die haben jetzt relativ günstige Varianten in den Outlets und so. Ja. Von wo hast du dir das gekauft? Also, wo kriegt man das? Also ich habe das, eigentlich mein Bruder das bestellt. Ja. Aber ja. Von Internet, von... Von Dior Store. Ja. Ah, Internet Dior Store. Von Dior Store. Ja. Und die Schuhe auch von... Wow, so, wie kann man so dreist lügen? Wieso? Was, du siehst ja selber, dass du lügst. Schau mal dein Gesicht an. Wie einem Boxer, der das dritte Mal hintereinander nichts zum Fressen kriegt. Wie ein Mops, der zum dritten Mal hintereinander nichts zum Fressen kriegt. Ich werde angefressen. Balenciaga? Nein, die Schuhe von einem Mann, der wollte Dings machen. Wer ist das? Ich weiß nicht. Was? Der wollte online verkaufen. Online verkaufen, okay, yep. Okay. Also die Schuhe hast du von einem Privathändler oder so, yep. Und die Jacke von Dior. Ja. Yep. Okay. Sind die Sachen original? Ja, also von Dior ist eigentlich original. Dior ist Dior, man kennt's. Dior, das ist original natürlich. Dafür steht das Or. Die Original kennt man. Aber von Balenciaga weiß ich es nicht. Von Balenciaga schon weißt du es. Da hast du es von einem Privathändler. Ja, das da weißt du es nicht. Und die Dior-Jacke ist
Original. Ja, das hast du von Dior Store gekauft? Ja. Bruder! Unangenehm! Einfach unangenehm! Schau mal, wie der schaut! Glaubst du das? Nein! Boah, Die Jacke ist nicht real, Bro. Ja? Die Jacke ist nicht real. Ja, was? Nein! Hör auf, Bruder! Da krieg ich Corona. Da krieg ich Omikron, wenn ich das höre. Das weißt du doch selber, Bro. Woher weißt du, das ist nicht schwer? Was heißt woher? Bitte! Hat der Kopfhörer auf die Augen oder was? Das sieht jeder Mensch! Wir kennen uns ein bisschen aus, Aber ist nicht schlimm. Sag Wahrheit, Brudi. Sag Wahrheit. Du weißt selber. Dann alles klar. Wenn du sagst, das ist Fake, okay, das ist Fake. Das. Aha, wenn Mahan sagt, es ist Fake, dann hat er es auf einmal doch nicht mehr aus dem Online-Store von Dior gekauft. Natürlich. Ändern sich ja die kompletten Events aus der Vergangenheit, wenn in der Gegenwart jemand was anderes drüber sagt. Klarerweise. Aber für mich, ich habe das Original gekauft. Original, da haben wir's. Da haben wir jetzt wieder bitte die Bestätigung, es ist nicht original, sondern es ist original. So wie wir das immer schon gehört haben, wenn was Fake ist. Jetzt wissen wir's, es ist original. Perfekt. Super. Einfach perfekt. Das ist original von dir. Ja, von dir so. Okay, okay. Wir können das ja gerne. Wieso lügst du? Also, schauen sich ein paar Leute an, dann können die ja gerne in die Kommentare schreiben. So. Ich würde sagen, kann ja sein, dass ich auch falsch liege, man weiß es ja nie, aber ich bin der Meinung, dass es eventuell nicht original ist. Vielleicht hat dich ja jemand verarscht oder so. Das kann ja auch. Ja, Dior. Dior direkt hat ihn verarscht. Na klar, sicher. Natürlich! Wir haben nichts Besseres zu tun. Ja. So, was weiß man vielleicht. Denn nie? So. Ja, danke, dass du mitgemacht hast, Bro. Trägst du sonst noch. Also, was. Gibst du viel Geld für Klamotten aus? Ja. Also, ich habe heute. Naja, natürlich. 300 Euro für die Balenciaga und 200 Euro für die Dior-Jacke. Gib da gerne mal aus. Ich habe auch von New Yorker etwas gekauft. So, ah, New Yorker, ja. So 100 oder 120 Euro. Und. Ja. Da kriegt man schon einen halben Laden, glaube ich. Ja. Und du trägst sonst keine gefälschten Klamotten? Nein. Nein, trägst du nicht. Okay. Nur die Jacke und die Schuhe halt. Ich glaube, es wird gesagt, was gesagt werden muss. Danke, dass du mitgemacht hast, Brudi. Möchtest du irgendwas in die Kamera sagen? Glaube ich nicht mehr, oder? Ja, ich wünsche alle, dass die gesund bleiben und. Super, das ist doch süß. Danke, aber ich habe schon Corona bekommen. Durch diese Katastrophe, die ich mal anschauen habe müssen. Danke dir. So, jetzt sind wir wieder in der. Perfekt, jetzt haben wir einen richtigen Ton. Jetzt drehe ich da, darf ich da wieder mal runterdrehen? Danke, Mann. Der Zentrale am Start. Naja, nicht die richtige. Ja, ich glaube, wir müssen da nicht großartig schauen. Bis dahin nehme ich auf jeden Fall Platz auf dieser wunderschönen Couch, Leute. So viel dazu. Wir haben jetzt den Boy hier am Start. Der Boy ist auf jeden Fall sehr festgesetzt auf seiner Meinung, dass seine Jacke original ist. Ich weiß, original. Ich weiß nicht so recht. Er hat ja nicht gesagt, dass seine Schuhe original sind. Da meint er weiß es nicht. Das nehmen wir so hin. Aber er meinte, dass seine Dior Oblique Jacke original ist. Was heißt, wir nehmen die Schuhe so hin? Alles so, nö, das ist auch nicht viel am Hut hat. Monogrammmuster. Also ich sehe es auf jeden Fall direkt am Monogrammmuster. Also wenn ich die Jacke sehe, dann ist es. Sollen wir mal einen Vergleich zeigen? Standard Monogramm. Sehe ich kaum einen Unterschied, muss ich ganz ehrlich sagen. Null Unterschied zu dem, oder? Nein. Schaut das sogar besser aus, ist cleaner. Die Schuhe zeigst du nicht mehr her? Ja, ich glaube, bei den Schuhen haben wir es auch gesehen. Da ist wahrscheinlich nicht einmal die richtige Größe drauf gestanden. Absolute Katastrophe. Ach, bin gespannt, ob Mahan wieder mal solche Leute vor die Linse kriegt, aber jedes Mal mit meinen Nerven, irgendwann habe ich einen Schlaganfall. Und dann liege ich da mitten im Livestream, das kann ich mir gut vorstellen. Freunde, das war's von diesem Video. Checkt Instagram ab, da habe ich vor kurzem wieder mal nach langer Zeit, ja, wie man es kennt, ein Outfit-Posting hochgeladen. Schaut auf alle Fälle vorbei. Und ja, lasst mir ein Like da, wenn euch das Video unterhalten hat. Wenn ihr einmal lachen musstet, schreibt mir in die Kommentare, an welcher Stelle. Ich verlinke euch jetzt auch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns dann bald wieder. Das war's von mir, euer Maximilian.